Oliver Pocher wollte am Anfang Beziehung mit Amira. Oliver Pocher, 44, wollte nichts Festes. Im Jahr 2019 heiratete der Comedian die Visagistin Amira Pocher, 30. Nachdem sich die beiden über Tinder kennengelernt hatten. Im Laufe ihrer Beziehung bekam das Paar zwei Söhne. Doch der Komiker und die Influencerin kamen nicht direkt zusammen. Nachdem sie sich ein halbes Jahr dateten, wollte Amira Nägel mit Köpfen machen, Olli hatte jedoch was dagegen. In Amiras Podcast Hey Amira, erzählte sie, dass Olli ihr nach einem halben Jahr Dating klipp und klar machte, gar keinen Bock auf diesen Beziehungsscheiß zu haben. Wenn die 30-Jährige auch noch Kinder von ihm haben möchte, könne sie gleich gehen, nahm der TV-Star kein Blatt vor den Mund. Doch Amira ließ sich davon so gar nicht unterkriegen. Lass den Mann einfach mal reden, den kriege ich schon, gab die ehemalige Let's Dance-Kandidatin ihre damaligen Gedanken wieder. Schlussendlich hat die Beauty Olli dann doch noch rumgekriegt. Dennoch gingen die beiden jahrelang mit ihrer Beziehung nicht an die Öffentlichkeit. Wir haben uns knapp 2,5 bis 3 Jahre heimlich getroffen und dann haben wir beschlossen, dass wir das mit der Öffentlichkeit machen, erklärte Amira im WM-Podcast Kruse und Pocher, der beste WM-Podcast mit Fußballer Max Kruse, 34.